Assalamu alaikum, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich gerade an meiner Bushaltestelle und warte auf meinen Bus, damit ich zum Bahnhof fahren kann. Ich fahre heute zu meiner Freundin nach Düsseldorf, inshallah. Das hat einen besonderen Grund. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben das vielleicht schon die letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen mitbekommen, dass morgen eine Reise ansteht, und zwar nach Berlin. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Das ist eine Geschäftsreise, also ich mache dort keinen Urlaub. Aber ich freue mich trotzdem. Es ist auf jeden Fall eine Geschäftsreise. Ich gehe dort mit meinen Kollegen von mLeben TV dorthin. Wir werden dort Interviews führen. Es stehen 4 Interviews an, inshallah. Und ich freue mich mega. Ich war noch nie in Berlin. Und ich fahre heute schon zu meiner Freundin nach Düsseldorf, weil das Problem ist, dass ich am Samstag hier von Mönchengladbach nicht wegkommen würde, weil unser Zug schon um 6 Uhr morgens geht und so früh fährt hier kein Bus und kein Zug nach Düsseldorf. Und meine Freundin wohnt nur 5 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, und dann habe ich sie halt gefragt, ob ich bei ihr übernachten kann, und sie meinte, ja klar, ist gar kein Problem. Und deshalb fahre ich jetzt zu ihr in Schamlau nach Düsseldorf. Ich lege dann meine Sachen dort ab und dann gehen wir noch in die Düsseldorfer Innenstadt und besorgen noch ein paar Sachen, genießen noch so ein bisschen den Tag in Schamlau. Und morgen früh geht es dann los. Ich bin schon mega aufgeregt und freue mich. Ich bin gespannt, wie es wird, und ich nehme euch da auf jeden Fall mit. Und ich dachte, ich beginne den Vlog heute schon und nehme euch auch heute schon so mit durch den Tag. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Alhamdulillah, ich bin im Zug. Ich habe ihn noch geschafft. Eigentlich sollten wir 16.14 Uhr losfahren, aber es ist schon 16.17 Uhr. Ja, Hauptsache, ich habe ihn geschafft. Laufen mit vollem Gepäck ist nicht so einfach. Hier ist mein Koffer. Der ist proppevoll und sehr schwer. Ich weiß gar nicht, was für ein Struggle ich gestern hatte mit meinem Koffer, den zu packen. Ich glaube, ich habe das einfach im Laufe der Jahre verlernt, wie man Koffer packt, weil ich so lange schon nicht mehr gereist bin. Und das Wetter ist ja auch so wechselhaft und dann weiß man immer nicht so ganz, was man mitnehmen soll und was nicht. Naja, aber nach gefühlten 4-5 Stunden habe ich dann meinen Koffer soweit fertig gehabt oder fertig gepackt gehabt. Und ja, ich fahre jetzt mit der S8 nach Düsseldorf, es dauert ein bisschen länger, also 35 Minuten, aber es geht trotzdem immer relativ schnell. Und ja, dann melde ich mich wieder zurück, wenn ich mich mit meiner Freundin getroffen habe. Ich glaube, sie kommt zum Bahnhof und holt mich dann ab. Ich bin in Düsseldorf angekommen, alhamdulillah. Ich laufe jetzt zu meiner Freundin nach Hause. Sie ist nicht zum Bahnhof gekommen. Muss sie auch nicht, weil sie wohnt ja sowieso nur 5 Minuten vom Bahnhof entfernt. Und ich habe so einen schönen Koffer, den man rollen kann. Deswegen muss sie mir auch beim Tragen nicht helfen. Ja, ich bin auch gleich angekommen. Ich freue mich endlich, meinen Koffer ablegen zu können. Dann mache ich mich ein bisschen frisch. Und dann gehen wir auch gleich wieder los in die Stadt, weil sie muss noch was besorgen. Ja, und wir wollten noch ein bisschen die Zeit draußen genießen. Ja, und später gehen wir dann wieder nach Hause. Ich melde mich. Meine Freundin und ich sind jetzt in der Düsseldorfer Altstadt. Ich bin heile bei ihr angekommen. Ein bisschen verschwitzt und kaputt, weil ihr Aufzug geht nicht. Und wir mussten den Koffer hochschleppen. Sie hat den Koffer hochgeschleppt, die Arme. Und die ist die Hälfte von mir. Also ja, aber mashallah. Dann haben wir ein bisschen Päuschen gemacht und ich habe mich ein bisschen frisch gemacht. Und dann sind wir losgegangen. Sie hat sich jetzt hier was gekauft, weil sie morgen auf einer Walima eingeladen ist. Ja, von Monkey. Ich kenne den Laden gar nicht. Den haben wir gar nicht in Mönchengladbach. Ja. Und jetzt bummeln wir noch ein bisschen, kaufen uns gleich noch einen schönen Bubble Tea, gehen noch ein bisschen an den Strand. An den Strand? An den Rhein, meine ich. Letzte Woche war ich hier am Strand, es war sehr schön. Ja. Und dann gehen wir nachher wieder nach Hause. Ich melde mich wieder.
so, wir haben ein bisschen am Anfang vom Rhein gechillt und haben uns am Bubble Tea getrunken und dann haben wir uns zwei City-Roller gepackt und sind zum Medienhafen gefahren. Meine Freundin. Und ja, wir werden jetzt hier so ein bisschen chillen, da kann man sich so hinsetzen und dann fahren wir so langsam Richtung Bahnhof, weil wir wollen noch zu DM und so. Ja, und gucken dann, überlegen dann noch, was wir essen können. Und dann gehen wir nach Hause. Es ist so schön, echt. Wir genießen den Abend voll. Ja, ich melde mich dann einfach später wieder. Katzen-Emoji geantwortet, das Herzen anstelle der Augen hat. Lass nicht die Vergangenheit deine Gegenwart bestimmen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist der nächste Tag. Es ist 4:15. Oh mein Gott, ich bin so fertig. Ich habe 2 Stunden geschlafen. Ich habe jetzt meinen Koffer alles dabei und laufe jetzt zum Bahnhof. Ich glaube, der Nabil, also mein Kollege, ist schon am Bahnhof. Ja, ich habe heute zum ersten Mal auch meine Brille in einem Video an. Ich bin tatsächlich Brillenträgerin. Aber die Brille ist so hässlich, dass ich die nie anziehe, so, weil ich mich halt schäme. Deswegen, please, no hate. Aber ich brauche unbedingt meine Brille jetzt. Ich muss ein bisschen meine Augen schonen. Und ja, ich freue mich. Es ist auch nicht so kalt, ich habe auch keine Jacke an, ich habe nur so einen Cardigan noch mit eingepackt, falls es mir doch ein bisschen kälter werden sollte. So. ja, aber es soll auch heute, glaube ich, 26 oder 27 Grad werden, deshalb, ja. Ich habe einfach nur eine Jogginghose angezogen und so Sommerlatschen, hat mich ganz locker gemütlich angezogen, weil wir ja auch, ja, 4 Stunden, 5 Stunden fahren werden. Ich glaube, knapp 5 Stunden. Ich kann nicht mehr meinen Koffer schieben. Ja, und da wollte ich dann so gemütlich wie möglich im Zug sein. Weil ich mag das nicht, wenn alles so eng ist und dann und man dann so lange sitzt. Ja, ich bin gleich da. Und ich melde mich einfach später nochmal. Bis dann. Alright. Oh, baby, just hold tight. We're up the moonlight. In the magic on sight, we'll make it feel just right. Just look at that bright light, believe in the magic, and we can save you from your past. This bond is always gonna last when nothing else makes sense. Just as what you gonna do? So, nach 4 Stunden Fahrt sind wir endlich in Berlin angekommen, alhamdulillah. Es war schon echt eine lange Fahrt und ja, sehr, sehr müde gemacht, aber ja, wir sind alhamdulillah heile und gut angekommen. Wir werden jetzt zum Migo-Restaurant fahren. Wir sind ja heute Abend auch dort eingeladen, zu einem genauer Abend sozusagen. Aber wir gehen erstmal dahin, lernen den Inhaber kennen. Er hat für uns Unterkünfte organisiert. Also die Jungs werden in einer Unterkunft sein und ich werde in einer anderen Unterkunft sein. Und ja, da haben wir bestimmt ein bisschen Zeit, uns frisch zu machen und haben ein bisschen Zeit für uns. Und heute Abend gehen wir dann zum Migo-Restaurant, inshallah. Ja, der Bahnhof hier in Berlin sieht sehr, sehr
anders, also ganz anders aus wie in NRW, aber es sieht richtig cool hier aus und ich bin mega gespannt auf die Stadt. So, ich melde mich auch mal wieder. Es sind ein paar Stunden vergangen. Wir sind alhamdulillah gut in Berlin angekommen. Wir sind dann zum Migo-Restaurant gegangen. Da haben wir gefrühstückt und noch ein bisschen gechillt und gewartet, weil wir erst gegen 14, 15 Uhr sozusagen einchecken konnten. Wir haben jetzt jeweils Unterkünfte über Airbnb bekommen. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich glaube, ich habe eine gute Unterkunft gefunden. Ich habe ein mega schönes Zimmer bekommen. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Also hier schlafe ich, da kann ich meine Klamotten aufhängen, einen Tisch, falls ich was schreiben möchte. Hier ist noch eine Couch und ein Sessel und hier habe ich sogar einen Balkon. Ich zeige euch den mal kurz von außen. Ja, ein kleiner, schöner Balkon. Ist richtig schön hier. Und ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Geh mal wieder zum Spiegel. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Das ist mein Outfit, ein Rock mit diesem Kleid, blauen Hijab. Ja, ein bisschen geschminkt. Und ich werde mich jetzt auf dem Weg zum Migo-Restaurant machen, weil da ist ja jetzt heute diese genauer Veranstaltung, also dieser genaue Abend, und da werde ich mich dann mit meinen Kollegen treffen. Ja, ich bin ja hier alleine und werde jetzt auch alleine dahin fahren und ich hoffe, dass ich das schnell wieder finde, dass ich mich nicht verlaufe, nicht verfahre, und ja, dann melde ich mich später nochmal. Bis dann! Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist Tag 3 meines Vlogs und Tag 2 in Berlin. Ja, gestern bin ich relativ spät in die Unterkunft gekommen. Ich glaube, gegen 11:30, 12 ungefähr. Ich war mega fertig. Ich hatte ja gestern nur 3 Stunden geschlafen. Aber der Abend war wunderschön. Ich habe so viele liebe Menschen kennengelernt. Ja, das mit der genauen Musik war mega cool. Ich habe da auch am Abend noch einen Tagine gegessen. Der war auch mega lecker. Und ja, da hat mich dann ein liebes Mädel nach Hause gefahren, weil ich war auch fix und fertig, konnte nicht mehr. Und es war auch schon sehr spät und dunkel. Und ja, ich kenne mich jetzt nicht so aus und hatte Angst, dass ich mich so ein bisschen verlaufe. Aber ja, khair inshallah, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Heute musste ich auch wieder früh aufstehen. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, habe mich fertig gemacht. Es ist jetzt 8:30. Ich werde mich jetzt gleich losmachen. Heute stehen wieder 2 Interviews an, da bin ich auch mega gespannt, wie die werden. Und dann hoffe ich, dass wir Zeit haben, um ein bisschen die Stadt zu erkunden. Heute habe ich ja auch Geburtstag, also ich feiere ja in dem Sinn nicht, dass ich jetzt eine Party organisiere oder sowas. Aber ich freue mich trotzdem, meinen Geburtstag in Berlin verbringen zu können. Und ich hoffe, ja, dass ich den Tag auch heute ja gut nutzen kann und schön verbringen kann, ein bisschen Sightseeing machen kann. Heute ist ja Sonntag, also Geschäfte haben zu, aber ich denke, dass es noch ganz, ganz viele andere Sachen gibt, die man sonntags in Berlin machen kann. Und ja, ich werde euch natürlich wieder so ein bisschen mit durch den Tag nehmen und ja, wünsche euch viel Spaß. Bis dann! Thank you.
So, ich melde mich nochmal. Zwei Interviews von heute sind geschafft, Alhamdulillah. Ich habe mich jetzt von den Jungs erstmal getrennt. Anas wollte jemanden treffen, Nabil wollte sich ein bisschen ausruhen und wir treffen uns nachher am Brandenburger Tor, weil wir da spontan noch ein Interview haben werden. Aber das dauert noch ein bisschen, es ist um 18 Uhr erst, wir haben jetzt 15 Uhr oder so. Ich bin jetzt gerade am Alexanderplatz, weil das auf dem Weg zum Brandenburger Tor ist und da ich noch Zeit habe, dachte ich mir, ich steige einfach hier erstmal aus und setze mich hier ein bisschen hin, genieße das Wetter und nachher, wenn es dann soweit ist, gehe ich dann zum Brandenburger Tor, dann treffe ich dann die Jungs, dann machen wir das Interview und dann haben wir bestimmt da auch dann noch Freizeit und die Gelegenheit, noch Sachen zu besichtigen. Ich bin ehrlich gesagt fix und fertig und müde schon. Es ist auch mega heiß. Aber ich mache immer mal wieder so Päuschen und dann geht das schon, inshallah. Hier ist es echt mega schön und ich bin froh, dass ich hier ausgestiegen bin. Ich werde euch gleich mal ein bisschen hier vom Platz zeigen. Das ist mega groß hier und echt richtig schön. Und ja, ich genieße jetzt die Pause und ich melde mich dann nachher nochmal. Bis dann. Tag 4 meines Vlogs und Tag 3 in Berlin. Heute wird es leider ein kurzer Tag in Berlin sein, denn wir reisen heute zurück, genauer gesagt in circa 2 Stunden. Ich befinde mich jetzt auch schon am Hauptbahnhof. Und ich werde mich jetzt mit den Jungs treffen. Wir werden uns noch in ein Café setzen und noch ein bisschen chillen, was essen, was trinken und dann machen wir uns so langsam zum Gleis. Ja, was soll ich sagen? Also es war eine tolle Reise, mashallah. Ich bin froh, dass ich hier mit dabei sein konnte, dass ich die Stadt kennenlernen konnte. Ich habe mich so in Berlin verliebt. Das habe ich niemals gedacht. Ich freue mich zwar auf zu Hause, auf meine gewohnte Umgebung, auf meine Katze, aber ich werde auch mit einem weinenden Auge von hier gehen. Aber ich hoffe, dass ich inshallah bald wieder nach Berlin reisen kann, weil die Stadt gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es ist halt sehr weit von Nordrhein-Westfalen, deshalb lohnt sich das schon, wenn man mehrere Tage bleibt, bis zu einer Woche. Das nächste Mal, wenn ich hierher komme, muss ich mir einfach Zeit nehmen für die Stadt, für Sightseeing und so weiter. Jetzt durch die Arbeit hatte ich nicht so viel Zeit, die Stadt zu erkunden, beziehungsweise durch die kurzen Tage hatte ich eben halt nicht so viel Zeit, die Stadt zu erkunden. Ein bisschen was habe ich gesehen. Ich bin froh, dass ich wenigstens das Brandenburger Tor sehen konnte, den Alexanderplatz, da bin ich mega happy. Und ja, nachher fahren wir wie gesagt nach Hause. Es sind 5 Stunden mit dem Zug, etwas länger, weil wir mit dem IC zurückfahren und nicht mit dem ICE. Aber ich freue mich auf zu Hause und werde mich dann einfach nochmal melden, wenn ich dann
hoffentlich inshallah gut zu Hause angekommen bin.